Hallo und willkommen zu meinem letzten Test von Xenonauts, einem Remake-Klon von XCOM. Und wie man hier sehen kann, sieht es schon mal sehr schick aus. Wir sind drei ernsten Herren hier. Das ganze Spiel ist allerdings noch in einer Early Access Phase. Das heißt, es ist nicht abgeschlossen, es wird Bugs geben, es wird Crashes geben und was weiß ich. Dazu möchte ich auch noch sagen, dass ich nicht in der Standard-Steam-Version spiele, sondern mit der Experimental-Version Nummer 19. Denn wenn wir schon ein Early-Access-Spiel spielen, dann will ich auch mit der aktuellsten Version spielen. Wobei ich denke, dass sie nicht unbedingt instabiler ist als die stabile, sondern im Gegenteil eher stabiler sein wird und mehr Features hat. Also eine Win-Win-Situation. Aber schön, schauen wir direkt rein. Neues Spiel. Einfach normal, Veteran, insane. Normal ist für Spieler, die bereits Strategiespiele gespielt haben. Das Spiel wird schwer sein, aber nicht zu schwer. Also einen Fehler zu machen, sollte nicht das ganze Spiel zerstören. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Wahl. Also ja, ich habe früher sehr viel XCOM gespielt. Ich habe auch das neue XCOM gespielt. Ich habe so gut wie jeden anderen XCOM-Klon gespielt. Aber trotzdem denke ich, dass normal eine gute Idee ist. Explanatory Tooltips. Ah, sind leider noch nicht aktiv. Ist Iron Man aktiv? Oh, Iron Man wäre aktiv und hat sogar einen Tooltip. Ja, nee, nicht für ein Let's Play, tut mir leid. Also Iron Man Modus an sich finde ich sehr interessant, weil gerade bei solchen Spielen tendiert man dazu, jeden Tag abzuspeichern, dann den Tag zu spielen und wenn es dann nicht so gut läuft, einfach das Neue zu laden. Das heißt, man muss sich eigentlich selber Regeln auferlegen. Ich habe das bei XCOM damals so gemacht, dass ich gesagt habe, ich speichere einmal im Monat ab. Und zwar am Anfang des Monats. Und wenn dann irgendwas zu sehr schief läuft, kann man neu laden und sonst muss man halt damit leben. Das könnte man dadurch ganz gut forcieren und halt sich selber nicht erlauben zu schummeln durch Safe-Scamming. Aber ja, das mit den Tooltips finde ich leider ein bisschen irritierend. Aber na gut, was würde denn bei Veteran stehen? Wähle dies, wenn du bereits andere Spiele dieser Art gespielt hast. Das habe ich doch wohl. Muss ich jetzt Veteran spielen? Das Spiel wird schwer sein und nicht nachgebend. Die Invasion wird schneller eskalieren und Alien-Crafts und Soldaten werden schwerer sein als normal. Insane, du bist entweder verrückt oder ein Genie. Ha, das muss ich mir öfters sagen lassen. Aber nein, ich werde nicht Insane nehmen. Na komm, spielen wir auf Veteran. Ich denke eh, dass wir das Spiel nicht durchspielen werden können. Ja, gerade weil es noch nicht fertig ist. Dann haben wir wenigstens bis da eine schöne Herausforderung. Hm? Okay. Spiel. Na, ich habe Iron Man Modus angeschaltet. Mist. Also nicht nur, dass wir jetzt auch schwer spielen werden. Wir spielen noch im Iron Man Modus. Aber gut. So hat das Spiel wenigstens eine Deadline für uns. Wir werden einfach irgendwann versagen. Und da es ja eh nur ein Letztest sein soll, passt das schon. Also kurz zur Hintergrundgeschichte. Wir spielen zu den Zeiten des Kalten Krieges, also wo ich aufgewachsen bin. Oder geboren wurde. Noch nicht mal ganz. Das heißt, die Situation ist recht angespannt. Und jeder, der damals schon lebte, wird es unterschreiben können. Aber die UdSSR und die Amerikaner haben sich zusammengetan, indirekt, schon kurz nach dem Krieg, also in dieser Welt, um eine Organisation zu gründen gegen Extremfälle wie jetzt Außerirdische zum Beispiel. Und der Fall ist auch eingetreten, dass Außerirdische aufgetaucht sind, die haben alle Satelliten in der Umlaufbahn runtergeschossen und dann hat sich diese Organisation, die vor 30 Jahren, 25, 30 Jahren gegründet haben, also UdSSR in Amerika, die hat sich zu dem Zeitpunkt bei allen Ländern auf der Welt gemeldet. Man hat gesagt, wir werden uns um diese Sache kümmern, wir brauchen nur Geld. Das heißt, es wird ähnlich sein wie im XCOM-Spiel. Jedes Land gibt uns monatlich oder quartalsweise, das weiß ich noch nicht, Geld. Und damit müssen wir dann umgehen. Und je nachdem, wie gut wir damit umgehen, kriegen wir aus den Ländern halt mehr oder weniger Geld. Und wenn es schlecht läuft, könnten die halt von Aliens überrannt werden. So war es zumindest im Original. Und dann war das Land auch permanent weg. Was das Spiel schon ziemlich schwerer gemacht hat. Aber ja, erstmal überlegen, wo wollen wir starten? Ja, Region Relations sind überall bad. Nee, UdSSR ist pur. Und da ist auch pur. Also keiner mag uns, außer die UdSSR, Sowjetunion
oder Nordamerika, weil die uns halt gefundet haben damals. Also allgemein würde ich gerne ein Land wählen, was möglichst wenig Wasser in der Nähe hat. Denn wenn wir UFOs abschießen, will ich auch die Wracks plündern können. Das war auch so ein Punkt. Ich weiß nicht, ob sie es hier so übernommen haben, weil theoretisch müsste es ja auch im Wasser sein und dennoch bergbar, aber ich denke mal, hier wäre eigentlich ganz gut. Amerika hat halt recht viel Wasser. Wie viel Geld geben die uns denn? 100.000? 99.997. Also es scheint noch nicht allzu große Unterschiede zu geben zwischen den Ländern. Alle geben uns 100.000 Dollar. Na komm, spielen wir standardmäßig Amerika. Also hier soll unsere Basis hin. Zack. North America Base ist okay. Zeit, läuft die Zeit schon? Zeit läuft. Ja, aber sehr langsam. Okay, gucken wir mal in die Basis direkt rein. Oh ja, das erinnert doch schön an früher. Also hier haben wir das Basislayout. Und wenn es so ist wie früher, und ich werde immer und immer wieder das Original erwähnen, tut mir leid, aber das Spiel ist einfach gut. Und das Spiel hier basiert auf dem Original, also, ne? Wenn es ist wie im Original, dann können die Aliens durch den Fahrstuhl rein. Gibt es hier einen Fahrstuhl? Labortor, Workshop, Kommandozentrale. Gibt keinen Fahrstuhl. Okay, dann können die Aliens nur durch den Hangar eindringen. Und dementsprechend hat man früher auch das Design gewählt, dass denn die Hangare alle oben sind, denn ein Fahrstuhl, dann ein Raum mit Storage und den Rest dann alles hierhin, dass wenn die Gegner einen in der Basis direkt angreifen, dass sie nur durch diesen einen Kordon durchkommen. Wobei es fraglich ist, wie weit das bisher programmiert ist. Also es kann auch gut sein, dass einfach Aliens random in der ganzen Basis verteilt werden, was ein wenig schade wäre. Aber ja, wir haben 750.000. Wir haben Platz für 35 Personen. Research Space haben wir noch 10 frei. Defense Strength ist 0, das klingt nicht viel. Short Range Radar haben wir 10, Long Range haben wir fast gar nichts. Neues Building hätten wir gerne. Hangar, Living Quarter, Radar Array, Storeroom, Medical Center, Garage. Ha. Kostet 50.000. Ich baue mal eine Garage. Ich will gucken, was für Fahrzeuge das sind. Missile Battery. Medical Center haben wir auch noch keins. Oder was bist du? Du bist Living Quarter. Storeroom. Laboratory. Workshop. Workshop. Okay. Krankenstation brauchen wir also auch noch. Du? Komm mal dahin. Missile Battery 50.000, Upkeep 5.000 ist okay. Missile Batteries kommen mal. Da lasse ich noch Platz für einen weiteren Hangar. Tun wir die mal hier hin. Radar. Ich hätte gern mindestens noch ein Radar. Weil je mehr UFOs wir sehen, desto mehr UFOs können wir abschießen, desto mehr Sachen finden wir zum Erforschen und desto mehr Funding kriegen wir. Das dauert 20 Tage, okay. So, und schon haben wir fast die Hälfte von unserem Geld ausgegeben. Und das wird natürlich nicht geupdatet, sondern erst, wenn das fertig ist. Sehr schön. Wir haben Charlie und Condor 1 und 2. Charlie ist der Transporter. Was haben wir als nächstes? Forschung. Momentan wird erforscht die Alien-Invasion. Eine vorläufige Studie über die Komposition der Flotte. Ist auch das Einzige, was wir bisher erforschen können. Und es ist praktischerweise sehr gut aufgeteilt. Waffen, Rüstung, Ausrüstung und so weiter. Könnte später praktisch werden, okay. Alle Scientists sind dabei. Sehr gut. Momentan gebaut wird gar nichts. Denn wir können nichts bauen. Das finde ich ein bisschen schade. Sie sollten wenigstens in der Lage sein, rudimentäre Ausrüstung herzustellen. Was haben wir hier? Unsere Soldaten. Alle haben Basic-Rüstung. Und die hier. Sergeant und Corporal. 2, 4, 6, 8 Stück sind im Charlie 1. Und es passen wohl auch nur 8 Stück da rein. Okay. Wir könnten noch. Okay, wir können Soldaten anheuern, wir können Scientists anheuern und Technicians. Haben wir. Ups. Haben wir Platz für noch mehr? Remaining Capacity 5. Das heißt, ich heuer jetzt. Wo war das?
Hier. Ich heuer jetzt fünf mehr. Nicht davon. Oh. Fünf mehr Scientists an. Denn Fortschritt ist wirklich die beste Waffe gegen Außerirdische. Damit wir möglichst schnell Laserwaffen bekommen und so weiter. Ich gehe einfach davon aus, dass es hier das ähnlich sein wird. Zuerst wird man Projektilwaffen haben, dann gibt es Laserwaffen, dann gibt es Plasmawaffen und dann Super Sci-Fi Zeug 1, Super Sci-Fi Zeug 2. 300.000. Ich glaube, das lassen wir erstmal. So. Was haben wir hier? Momentane Gegenstände in der Basis haben wir gar keine. Wir können es in andere Basen transferieren, wenn wir es hätten. Das finde ich ebenfalls komisch. Also es sollten mindestens mehrere Pistolen vorrätig sein, mehrere Gewehre, Munition zu den jeweiligen Waffen, Standardausrüstung und so weiter. Damit das Ganze auch ein bisschen gefüllter aussieht. Und man halt von vornherein ein Gefühl hat, ich komme in eine bereits funktionierende Militärbasis rein. Und nicht, ich komme in eine leere Lagerhalle rein. Aber okay. Was haben wir hier? Hier haben wir unsere Soldaten. Basic Rüstung. Schrotflinten. Ah, so haben die das gelöst. Basic Rifle, okay. Wir müssen also die Standardsachen nicht produzieren, davon ist einfach unendlich viel da. Ja, okay, macht Sinn. Aber Schrotflinten wird keiner meiner Soldaten benutzen. Ich bin absolut kein Fan von Schrotflinten. Weil das heißt, in Nahkampf gehen und je näher man an den Gegner rankommt, desto einfacher trifft er ein. Also, du bist Sergeant Barbara Washington. Du bist die Anführerin der ganzen Truppe. Den kriegst du auch keinen davon. Dann kriegst du ein Scharfschützengewehr. Weil du ganz hinten stehen wirst, damit du absolut nicht getroffen wirst und jede Mission überlebst. Denn Moral ist wichtig, nehme ich an. Und wenn der Anführer stirbt, drehen alle Rekruten durch. Also, Scharfschützengewehr für dich. Können wir dich umbenennen? Change Call Sign. Sarge. Sniper. So. Ja, und die Sergeant Sarge Sniper. Sniper Alpha. Was soll das A das bedeuten? Nächster. S. Gibt es da einen Tooltip für? A, R, R, H. Das erinnert mich ein bisschen an meine Namensformatierung früher bei XCOM. Also das wird fast jeder gemacht haben. Du hast einen ganzen Haufen Soldaten, die haben alle verschiedene Werte. Und dann guckst du durch, wer hat sehr gute Werte und die habe ich dann Alpha genannt. Die nächstbesseren haben Betas geheißen und so weiter, bis wir später die Gammas, Epsilons und was weiß ich hatten. Und die Gammas und Epsilons sind dann am Ende vorgestürmt, als erstes aus dem Transporter raus, wurden abgeschossen und die Alphas und Betas haben die Kills gemacht, um dann bessere Stats zu bekommen. Das sieht fast so aus, als hätten hier ein ähnliches Prinzip. Also hat sie wohl mit die besten Werte und er hier hat weniger. Vergleichen wir nochmal. Ist im Schnitt so 58. Sie auch Ticken mehr. Hat alle was anderes zu bedeuten. Die sind alle im Schnitt so 58. Wenn nicht sogar mehr. Die hier wäre besser und ist R. Also vielleicht genau andersrum. Je höher im Alphabet, desto besser. H. Ja. Na gut. Nennen wir sie einfach erstmal nur nach ihrer Waffengattung um. Also wir haben einen Sniper. Und den ganzen Rest benennen wir... Oh. Medpack. Davon haben wir... nicht unbegrenzt. Okay. Medpack kommt dahin. Bekommt unser Sniper hinten. Drag and Drop funktioniert nicht? Oder zu viel Gewicht? Carried Weight ist okay. Das Ding ist jetzt weg. Ach nee, andere. Oh, haben wir auch unendlich. Sehr, so viel dazu. Ein Riot Shield. Interessant. Also könnten die sich dahinter verstecken und dann mit den Schrotflinten schießen. Ja, okay, dann ist Schrotflinte doch fast schon eine Alternative. Aber gut, sie hat das, das ist okay. Nächster. Du kriegst auch eins davon.
Du hast Munition für das Präzisionsgewehr und du hast 15 Schuss in der Pistole, falls jemand zu nahe kommt oder die Munition ausgeht. Du bist also Sniper Beta. Du kriegst auch einen davon. Das weg. Das weg. Waffen. Ah, so. Eins. Zwei. Sniper Gamma. So, drei Scharfschützen. Ist eigentlich schon Overkill. Und der Rest kriegt einfach nur Sturmgewehre. Genau. Also Sturmgewehr, zwei Magazine. Medpack. Oh, Heavy. Stimmt. Wir könnten es mit Gegnern zu tun haben, die schwer gepanzert sind. Dann machen wir aus dir auch mal ein Heavy. Haben wir zwei Sniper, zwei Heavy, Rest Standard. Kann man euch drehen? Ah, so geht das, okay. Das sollten sie noch einfügen, dass Munition auch so seitlich reinpasst. Aber ja, so. Du bist Heavy Alpha.